Ja, die findet anscheinend auch ganz cool. Oh, hi. So, wie komme ich jetzt darüber? Oh, nee, so funktioniert es nicht. So, das da unten. Ich schieße einfach mal. Also da muss irgendwas noch kaputt gehen. Und hier unten ist doch auch was. Ja, wie kriege ich denn jetzt das da kaputt? So, hallo. Vielleicht muss ich mir Anlauf nehmen. Nee. Hallo. So. Wie mache ich das da kaputt? Ah, dass die jetzt direkt gestorben ist. Okay, der ist jetzt zwar drauf gegangen, aber das Ding ist zumindest kaputt gegangen. Ja, also wie man die Rätsel hier machen soll, ohne zu sterben, braucht er nicht mich fragen. So. Jetzt muss ich nur noch da. Nö. Ich brauche keine Säure, danke. Ja, da kommt das auf einmal wieder. Aber wie komme ich denn da jetzt vorbei? Einfach durch? Nee, keine gute Idee. So, hier oben ist wahrscheinlich der normale Weg. Da muss ja hier unten irgendwie der coole Weg sein. So, für die coolen Leute und so. Nee. Ja. Oh Mann. Also das ist jetzt hier echt gefährlich. Ich sterbe echt sehr schnell immer. So. Könnte ich es noch machen? Ich könnte das als Dach benutzen. So. Das heißt, ich nehme das als Dach. Das fließt dann hier runter und dann. Genau, dann stelle ich mich einfach auf die Steine. Mal schauen, ob das überhaupt irgendwelchen Sinn ergibt. Scheint jetzt noch nicht so viel Sinn zu ergeben, hm? Oder ich mache das einfach ein Stückchen anders. So, ich nehme jetzt noch das dritte Ding. Ist nicht einfach, ne? Ist wirklich nicht einfach. Wahrscheinlich gibt es da eine ganz einfache Lösung, wo ich jetzt aber überhaupt nicht drauf komme. Zum Beispiel hier einfach den Säurefluss blockieren. Es fließt einfach vorbei. Geht's jetzt? Nee. Es fließt immer noch vorbei. Ach, Leute. Kann man das hier. Wie soll denn das funktionieren? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es einfach nicht. Ah, fast. Aber ich habe schon mal gesehen, dass dort hinten zumindest die Truhe ist. Also, es lohnt sich. So. Ich werde
werde schon noch an dieses Gemälde da rankommen. Wow. 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 Ich habe mich irgendwie durchgelackt, indem ich Schaden genommen habe. So. Und was bekomme ich? Das bisher... Ja. Stil ist sicherste Bild. Also hier ist alles sehr akkurat gemacht. Als ob mal diese Kanalisation keine Säure, sondern einfach nur schönes Wasser hatte. Das ist hier wahrscheinlich die Vergangenheit und da leuchtet aber was ziemlich. Vielleicht kommen wir ja bald an Lava vorbei und jetzt ist ja auch endlich dieser Fluss weg. Dieser Lava-Fluss, aber das... Also, puh, da muss ich echt meinen Hut ziehen, den ich nicht aufhabe. Es war schon ein Stück schwerer, ja, da oben... Wartet hier schon wieder die nächste geheime Falle. Gemeine meine ich natürlich, statt geheime. So. Ach, da ist wieder das coole Wesen. So, da kann ich jetzt auch mal die Punkte investieren. Und es geht weiter. So, und das. Boom, boom. Ups. Tschüss. Muss ich machen? Ich weiß es nicht. Ich bekomme dabei langsam wirklich ein ungutes Gefühl. Was? Bei dem Geruch? Bei der Jagd nach lange verlorenen Schätzen in einer Kloake voll mit diesen Dingern. Okay, cool. Warst du es schon, oder? Hm. Anscheinend. Es geht da aber noch weiter, aber ich muss natürlich zuerst hier überall checken. Erfahrungscheck. Ja, Erfahrungscheck fehlgeschlagen. Ist da oben noch was? Und vor allem, wo ist der letzte Checkpoint? Hier, ja. Ich glaube, die Erfahrung in dem Level, die ist nicht so einfach zu bekommen. So, warten wir mal noch ein bisschen. So, wieso läuft hier eigentlich was lang? So, ja. Ich frag mich weiter und gehe einfach mal weiter. So. Ach, hier ist schon wieder irgendwas. Erstmal das da kaputt machen. Dann einfach mal irgendeinen Lackshot probieren. Vielleicht treffen wir ja irgendwas. Ne, ich glaube nicht. Okay, tschüss. Och. Auf einmal kommt die Säure raus. Ja, nett. Hat noch nicht so ganz funktioniert, so. Da ist aber auf jeden Fall das nächste Auge da oben. Nee, hat nicht getroffen, oder? Probiere ich mal weiter. Nicht, ja, genau. Erstmal zurückkehren. Ich brauche wieder ein bisschen Lebensenergie. Ach komm. Die Pilze hier sind aber schon ein bisschen... Nicht so vom Feinsten. Also essen würde ich die zumindest nicht. Und ich weiß auch nicht, ob ich da unbedingt drauf rumspringen würde. So, probieren wir es nochmal. Hier sammelt sich jetzt schon die Säure. Und nochmal probieren. Oh, hi. Okay, ich kann es schon wieder vergessen, ne? Sobald die Diebin da ist, ist finito. Da ist aus. Mit dem Schmaus. Ihr wisst, was ich meine. Ja, genau. Ey, Leute. Das ist aber auch immer mit halbem Leben, ne? Da ist halt immer schon der halbe Spaß weg. Oh. Also jetzt spiele ich gerade so ein bisschen wie so ein Hörperderb.
wie die dummen Leute in den Rage-Comics, die man immer sieht. Mit ihrem dummen Gesicht, so spiele ich gerade, ja. Okay, aber zumindest bin ich nicht irgend so ein Typ, der sich dann aufregt, ne? Das macht die ganze Sache ja dann nur noch lustiger. Obwohl jetzt diese Dummheit auch nicht unbedingt ja. Was wollte ich eigentlich sagen? Ich komme hier schon. Ich weiß nicht, wieso der da jetzt runtergerutscht ist. Ich glaube, das war, weil ich auf dem Schild gelandet bin. Und wenn man auf dem Schild landet, rutscht man mit dem Schild runter. Okay. Vielleicht sollte ich es nochmal so versuchen, wie man es halt. Das ist doch jetzt nicht wahr, hä? Das ist doch jetzt. Das ist doch jetzt ein Witz, so. Es hat funktioniert. Es hat funktioniert. Bestimmt ist hier irgendwo ganz fies Erfahrung versteckt. Ich fühle es. Checkpoint. Checkpoint. I need a checkpoint. Das sieht wie einer von Rosabels Spielen aus. Cool. Rosie, wo bist du? Isabel? Prinzessin, kommen Sie zurück! Folgen wir ihr. Geht's hier runter? Das sieht hier so brüchig aus. Naja, einfach rein. So, was jetzt? Was jetzt? Während sie versuchten, ihr Königreich zu retten, wurden die Helden in ein Durcheinander von Intrigen und Geheimnissen gezogen. Die Helden traten durch Rosabels Spiegel, um dem trügerischen Schatten von Isabel zu folgen. Als sie das Portal passierten, spürten sie eine eiskalte Berührung, die ihnen bis in die Knochen fuhr. Wow, das klingt ja sogar mal storytechnisch ein bisschen spannend. Und der Eiswächter, vielleicht ist das ja mal ein lustiger Gegner. Der gute Saitomaru hat mir ja auch schon geschrieben, dass das sein Lieblingslevel ist. Schauen wir mal, wie es wird. Bis dahin, ciao.